Willkommen im Marketing Real Talk mit Raphael Ganji und Chris Bejala. Der ungeschönte und unterhaltsame Blick hinter die Marketingkulissen. Herzlich willkommen zum Marketing Real Talk, die nächste Ausgabe. Der Chris und der Raffi sind wieder da für dich und danke für die Feedbacks, die wir jetzt seit der letzten Woche auf die letzte Ausgabe bekommen von dem Podcast. Wir machen natürlich weiter. Wir sind immer offen für Gäste. Wir haben ein paar in petto, die wir nächstens planen werden. Je mehr da mitreden, desto attraktiver wird es. Und auch du kannst dich beim Chris oder bei mir melden, wenn du willst mit uns mitreden. Heute ist aber das Thema ein anderes. Und zwar heute geht es darum, muss das Rad neu erfunden werden, Revival oder Relaunch? Da muss ich dir schnell eine Geschichte dazu erzählen, du, der zuhörst am Podcast. Stell dir vor, klein Raffi geht am Sonntag in Coop, letzten Sonntag in Coop. Und genau, er spaziert im Coop. Und in dem Coop kauft er sich sein leider Lieblingsgetränk, wo er fast schon abhängig ist davon. Er greift also in die Kühler rein, wo in der Regel das Coca-Cola, darf man die Marke sagen, macht nichts. Wir sagen es nicht in der Real Talk. Er greift also in das Regal, wo das Coca-Cola... Wir werden dafür nicht bezahlt. Genau, ist wichtig. Wir sind keine Influencer. Genau. Ich greife in das Regal, wo meine geliebte Coca-Cola Zero Büchse steht und sehe tatsächlich, vielleicht können wir das dann auch noch in Social Media aufbereiten und zeigen, und sehe tatsächlich dort eine Büchse oder verschiedene Büchsen von Cola Zero mit Sprüchen drauf, mit Quotes, mit Kraftausdrücken, mit irgendwie so beste Leben, also ohne Witze, das ist übrigens noch eine Verluderung von der Sprache, aber das Thema wäre ein separater Podcast wert. Beste Leben steht tatsächlich auf diesen Büchsen, leider nicht bei anderen, warum eigentlich nicht, aber das ist auch ein anderes Thema. Es steht also geschmeidig, es steht Jungs, es steht beste Leben auf diesen Dosen. Und ich stehe vor dem Regal und denke so, zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin unfassbar alt geworden. In no time bin ich unfassbar alt geworden. Oder das Zweite, Chinesen haben uns übernommen, copy-paste, wir kopieren alles. Vielleicht magst du dich erinnern, wo da am Podcast los ist, dass es die Zeit gegeben hat, wo sich erwachsene Menschen vom Rollator gelöst haben und sich durch Kühlboxen durchgewühlt haben im Schweizer Retail, nur dass sie haben können, ihr Dösli, wo drauf Christoph gestanden ist, neben das Köpfchen eben ein Selfie machen und ihre Enkelin schicken, dass jetzt doch das Dösli ist mit ihrer Mama drauf. Das ist ja unfassbar. Und jetzt... Das war letztes Jahr. Okay. Okay, das war letztes Jahr. Chris, so ein geiles Mikrofon hat er da. Das ist der Flüsterton, ist ja brillant. aber wir sind kein Tech-Podcast. Also zurück zum Punkt. Und jetzt, ein Jahr von mir aus, Jahre später oder ein Jahr, ist es wieder so weit, dass sich Menschen durch Kühlboxen wühlen und jetzt haben sie einfach beste Leben, geschmeidig, Jungs oder Seidefein oder was dann alles für das rumgeheitert neben ihr Gesicht. Da komme ich einfach zum Punkt, wo ich sagen muss, ist das unsere Marketingwelt? Können wir nur noch kopieren, Chris? Und ist es richtig, dass wir Ideen immer wieder aufwärmen? Also ich hoffe jetzt nicht, dass der eine oder andere abgeschaltet hat und zulässt nach deiner langen Geschichte. Wir haben hier als Beispiel vom grössten schwarzen Brausehersteller der Welt, vom weitaus bekanntesten... Abmahnung. Wir, wie soll ich sagen, Raffi? Es ist das ist richtig. Hä? Wir dürfen die Marke schon sagen, die verzeiht uns das. Ja, also bitte alle Anwälte draussen, es tut uns leid. Es hilft euch schlussendlich, wenn wir von dieser Werbeaktion sprechen. Aber wieder zurück zum Thema. Gocki hat es ja wie nicht nötig, also du hast schon gefühlt, ist ja schon ein paar Jahre her, dass die Kampagne zum ersten Mal gestartet ist worden mit dem Namen. Und letztes Jahr ist sie auch nochmal gelaufen, also ich glaube fast jedes Jahr wieder mal gelaufen und die Dosen brauchen wahrscheinlich auch eine halbe Ewigkeit, bis sie A abgelaufen sind und B aus allen Regaldosen sind. Und ich denke, es hat eigentlich da mal nur ein Refresh gebraucht von dem Ganzen. Und, Es ist eine Kopie, Chris, hör doch auf das Schönreden. Es ist eine Kopie. Es ist eine Kopie. Eine Kopie ist eins zu eins wie das Gleiche zu bringen. Kopie haben sie letzte Jahre gemacht. Und jetzt machen sie einfach irgendwelche lustigen Sprüche. Aber Gocki hat überhaupt gar kein Problem im B2C-Bereich. Es geht nicht um das Problem, aber wieso macht man denn das, Chris? Ich verstehe das, das nimmt mich mit. Wieso macht man denn das? Es ist so, natürlich brauchen sie es nicht, aber wieso machen sie da einfach das Viertel von einem Schäfli drauf? Oder irgendetwas. Warum machen sie die gleiche Idee jetzt noch mit einem Hashtag beste Leben? Ich verstehe das nicht. Warum machen sie das? Weißt du, wie tönt das bei den Leuten im Kopf hören, wenn die unseren Podcast hören? Die haben sicher so einen Kopfhörer wie du, so einen teuren Bose. Ja,
und dann scheppert jetzt einmal, wenn ich mir wenn ich mich selber... Abmahnung, wir haben Pose gesagt. Nein, muss man denn, also ist denn nur gut, was man kopiert, wieso macht man nichts anderes? Wieso macht man als Coca-Cola nichts anderes auf die Dose? Warum? Ist doch egal. Also weißt, du willst schon, Coca-Cola tut ja alles. Sie haben ihre KPI, ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber das geht irgendwie um Happiness oder um Joy oder um keine Ahnung was. Und natürlich, wenn du so etwas machst, dann hast du natürlich die Identifikation, die du sonst mit dem Produkt gar nicht hast. Beim Namen hast du deinen Namen gesucht. Wien ist nie drauf gestanden, dummerweise. Wir haben also einen speziellen Namen. Aber du setzt dich mit dem Produkt auseinander, du willst genau das. Und jetzt mit den Sprüchen ist dasselbe in grün, oder? Und du hast das Gefühl, ich meine, dasselbe in grün heisst, und vielleicht nächstes Jahr, das machen wir dann, was machen wir nächstes Jahr? Städtenamen wären auch lässig. Zürich, Bern, L.A., Miami, so. Da ist dann dasselbe in pink. Und ist denn das Marketing, also das ist nicht das Marketing, das ich unterrichten möchte, wo ich meinen jungen Menschen mitgebe, die ganz gross rauskommen in ihrer Marketingwelt, denen gebe ich nicht mit, dass einfach dasselbe in grün ist okay. Also sie ja, das ist, ich sage es immer wieder, B2C-Marketing kann so extrem langweilig sein. Coca-Cola, man mag es nicht glauben, aber Coca-Cola macht aktuell eine von den geilsten, jetzt haltet euch fest, was ich sage, B2B-Content-Marketing-Kampagne. Glaubst du nicht, Raffi, gell? Doch, glaube ich dir, das glaube ich dir. Also sie haben übrigens schon mal, vielleicht muss man da noch schnell sagen, bevor der, wo du jetzt gerade sagst, welche das ist, hat es die gegeben, wo Coca-Cola im B2B-Bereich überhaupt schon Content-Marketing erklärt hat. Also der Storytelling-Ansatz gibt es unfassbar schöne YouTube-Videos, Sketchnote-Style, wo sie in zeichnerischer Art und Weise die Content-Strategie von Coca-Cola erzählen, was jeder halbwegs schlau denkende Dozent in seinem Unterricht einsetzt. Die Content-Strategie 2020 von Coca-Cola. Also ich nehme an, du sprichst nicht die an, sondern die aktuelle, aber es hat das schon mal gegeben, wo Coca-Cola viel schlauere Werbung gemacht hat. Und ja, vielleicht sind wir tatsächlich halt fast ein bisschen aufgewurstelt in dem Thema B2B versus B2C. Ja, der Punkt ist der. Ich glaube, das, was du hast natürlich zwei Zielgruppen, aber das, was Coca-Cola so oder so gut macht, sie gehen an und versuchen das Involvement der Leute zu steigern. Also machen sie B2C. Machen sie das natürlich. Oder? Es ist ein Respekt zu Coca-Cola, das ist so. Ja. Genau, also weißt, es ist ein austauschbares Produkt und das ist genau der Punkt. Oder? Im Gastro-Bereich merkt Coca-Cola jetzt gerade im deutschen Markt, dass Afri-Cola, sorry, Abmahnung, und Fritz-Cola mit ihrem viel cooleren Hipster-Style natürlich alle Trendy lokal angehen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was hat Coca-Cola früher gemacht? Coca-Cola ist angegangen und hat sich ein Sortiment zusammengekauft, dass sie von jedem Getränk bis hin zum Walserwasser, dass sie alles können anbieten können. Und dann gesagt, hey, wenn du Gocki willst haben oder irgendein Getränk, du musst alles nehmen. Und sie haben den Markt dominieren. Jetzt hat sich aber der ganze Teil gewandelt, oder? Sie sind angegangen, Gocki ist nicht mehr so cool und lässig und hipster-Style, sondern dann halt dann kommt halt das Fritz-Gocki oder so. Und was hat das Gocki gemacht? Gocki ist angegangen und gesagt, okay, wir müssen Gastro-Szenen wieder anbringen. Und was ist Gocki? Gocki ist das Original. Die beste Gocki, die es gibt, ist Gocki. Und dann sind sie an und haben im Fall eine Serie erstellt, The Original Way. Das sind irgendwie, glaube ich, 6 Videos, wo sie einfach so im Stil für die Gastro-Szene von Chef's Table von Netflix, wo ja extrem gut ist angekommen, sind sie angegangen und haben Videos gedreht. Und eins von diesen Videos sollte man vielleicht mal in den Shownotes machen, The Original Way, die neapolitanische Pizza, wo eine Pizzeria in Berlin eigentlich sagt, wie sie Pizza erstellt. Das ist auch der Original Way. Wir sind in Berlin, wir wollen neapolitanische Pizza, das echte Mehl, die richtige Mozzarella, die richtige Soße, die richtigen Tomaten, die am Vulkan angebaut werden, was auch immer. Das Video sieht einfach nur brutal schön aus. Und Gocki kommt nur ganz dezent drin vor. Da wird mal eine Pizza serviert, da steht das Gocki-Flasche dazu. Aber die Gastro-Leute schauen das auch wahrscheinlich auch ganz, ganz viel B2C-Kunden, sodass eben wieder Einfluss auf B2B hat. Und das hat über Millionen Views auf YouTube. Also etwas, es funktioniert. Und es wird wahrscheinlich auch ein einschlagender Erfolg werden. Und also, da haben wir... Ja? Jetzt muss der Monolog mal aufhören. Also genau, also 2 Punkte, Chris, wo ich reingehen möchte. Der eine Punkt,
wo ich absolut nicht deiner Meinung bin, unter anderem schon. Der erste Punkt ist der mit dem Hipster-Grümpel-Zeug. Ich meine, ja, es gibt andere Marken, die nennen wir jetzt nicht wegen der Abmahnungsgefahr, aber die anderen Marken, die du angesprochen hast, und auch noch weitere, sind nicht die einzigen, das sind Nischenprodukte. Und ich frage mich schon, muss ich denn als Coca-Cola tatsächlich in Hipster-Markt? Ich kann einfach sagen, ich habe die Masse. Und zwar egal, ich kann ja auch als Energy-Getränk, kann ich auch sagen, ich bin Nische. Ich mache nur die zellverjüngende Zielgruppe, sprich ja mit meinem Spezial-Energy-Getränk. Aber dann kommt Red Bull und sagt, wir sind Masse. Also Red Bull ist schon lange von der Nische in die Masse, vom Klippenspringer, Ultra, Scuba, Diver zu der Masse. Heisst, will Coca-Cola wirklich in die Nische? Bin ich nicht ganz sicher. Und wäre es denn überhaupt richtig, in die Nische zu gehen? Weil am Schluss sind sie, wie du sagst, die Grössten, die Stärksten und müssen gar nicht in die Nische. Why? Aber es geht um Image. Es geht hier nicht nur um reinen Abverkauf, sondern Gocci verliert das Image von der, vom originalen Geschmack, oder? Weil einfach Afri und Fritzko ist etwas Neues, oder? Und Gocci kann sich nicht einfach neu erfinden mit einer neuen Rezeptur. Und das Markenbild werden sie auch nicht nennen, weil Gocci ist per se gut. Aber sie sollten natürlich wieder das Image bekommen, dass sie die lässigen Kugeln sind. Vielleicht gibt es irgendwann schon wieder Retro-Cola, wo wieder, also es hätte ja mal vor ein paar Jahren die Aktion Retro-Gocci-Flaschen gegeben, die ich sammeln konnte. Ist super geil gewesen, die alten Glasflaschen. Und ein Punkt muss man natürlich berücksichtigen, du sagst schon Masse, oder? PET-Flaschen, hey, bam, draussen. Aber ganz ehrlich, liebe Loser und Loserinnen da draussen. Loserinnen sagt man auch noch im Aargau. Scocci schmeckt doch am allerbesten aus der Glasflasche mit, also mit Kronkorken, wo man muss aufmachen und dann direkt aus der Flasche trinken. Nicht im Glas, nicht in der PET-Flasche, vielleicht noch in der Dose. Aber so schmeckt es doch am besten. Und die Hipster-Getränkbrausen haben eben das wieder salonfähig gemacht. Und eigentlich ist das ja ein Teil, der Ur-Gocki ist. Was jetzt ist Ur-Gocki? Der Geschmack? Oder nein, das Glas, also aus dem Glas trinken. Okay. Okay. Und dann ist man natürlich in den Massenmärkten und dann alle abgeholt. Und Gocki muss wieder zurück zu dem, hey, wir sind die Original, wir sind eigentlich die Coolen, wir sind die Lässigen. Und ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich der riesige Gocki-Fan bin. Also ich trinke wahrscheinlich weniger Gocki wie du, Raffi. Und sie sind natürlich breiter aufgestellt mit Zero, mit allem Möglichen, mit Stevia, die sie schon ausprobiert haben, etc. pp. Aber sie müssen natürlich wieder da voll auf Image setzen und sie müssen es schaffen, dass sie eben im Gastro wieder den Respekt bekommen, den sie wollen. Absolut. Also du glaubst, dass, und das vielleicht, das ist to the point zum Schluss, du glaubst, dass die... Ich glaube, da sind wir uns schon ein bisschen einig. Es ist jetzt nicht, wahrscheinlich nicht die kreativste Geschichte mit diesen Dosen, aber vielleicht hat es einen Einfluss tatsächlich auf die suchende Coolness, die die Marke sucht und vielleicht adaptiert durch die B2C-Kampagne, die ich nach wie vor, sorry, liebe Coca-Cola, langweilig finde, hat vielleicht tatsächlich einen Einfluss auf den B2B-Markt am Schluss, oder? Das sagst du mir. Schau, vielleicht kreiere ich jetzt etwas, wo irgendwann mal bei Wikipedia Geschichte eingehen könnte. Du redest immer von dem cross-medialen Marketing, oder? Aber vielleicht müssen wir in Zukunft cross-Zielgruppen-Targeting oder Cross-Targeting betreiben, dass man eben zum Beispiel eben über B2B auch B2C kann erreichen, wo schlussendlich vielleicht deine Dosen langweilig sind, aber das im B2B-Bereich wieder viel cooler ist. Und du musst halt mal das gerne nehmen. Und ganz ehrlich, Gocci hat es nicht nötig. Im breiten Massenmarkt mit diesen Dosen. Sie machen es einfach, wie sie etwas machen können. Wahrscheinlich war es irgendwie der 23. Dezember. Irgendjemand hat noch, wie sie ja erst am 25. in den USA, glaube ich, 40 haben, hätte noch eine Idee müssen bringen müssen. Wir haben im Fall nur noch 24 Stunden Zeit. Ach komm, wir kopieren doch das von letztes Jahr. Fühlt sich ein bisschen anders, umbenennen und gut ist. Absolut, das kann sein. Jetzt, also was gerade in dieser Episode ich schon ein lesen finde, was ist denn deine Meinung, die du dazu hörst? Ich meine, Coca-Cola-Büchsli mit den Hashtags «Beste Leben» und so. Wie findest du das? Triggert dich das? Löst das etwas aus in dir? Du willst mitmachen, du kannst mitmachen. Schreib, kommentier, wo auch immer. Wir werden die Comments gerne in einem der folgenden Episoden aufgreifen. Löst das etwas aus in dir oder nicht? Und kommentier es. Ansonsten hoffen wir, haben wir dich inspirieren können. Ich glaube, es war ein rechter Nugget heute, Chris. Ich danke dir. Eine coole Quizfrage zum Schluss. Es gibt eine andere weltweit bekannte Company, die eine ähnliche Idee ein bisschen anders umgesetzt hat und aber vielleicht auf die Idee kommt, welche das könnte sein. Die Auflösung gibt es dann irgendeine auf den Social Media Plattformen von mir. Sag nochmal die Frage.
Also, es gibt eine andere Company, die auch weltweit tätig ist, wo jetzt nicht im Browserbetrieb unterwegs ist, wo auch etwas in die gleiche Richtung macht mit Beschriftungen und Leute posten das Albot. Ist nicht mehr so stark wie auch noch vor ein paar Jahren, aber es ist sehr, sehr viel Reichweite, die haben sie mit dem bekommen. Kommentier, mach mit und wir überlegen uns ein Geschenk, das du kannst gewinnen, wenn du weißt, was für eine Firma das ist. Danke, hast du zugelassen, Marketing Real Talk, auch nächstes Mal wieder auf anderen Social Media Kanälen und auf marketingrealtalk.ch. Ciao, Chris. Ciao, du am Bose-Kopfhörer. Adieu, merci. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Ravi und Chris sagen Danke und würden sich über eine Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens oder einen Kommentar auf www.marketingrealtalk freuen. Bis zum nächsten Marketing Real Talk.